In der neuen Webserie Mann, Frau, da spielen Sie die Titelrollen, haben da keine Namen im echten Leben, haben Sie Gott sei Dank Namen. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, nämlich Lori Richter und Mirko Lang. Hallo. Danke. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt genug Geduld, dass wir hier jetzt mal so in Ruhe ein bisschen plaudern können. Geduld ist nicht was, was bei Mann und Frau gerade so durchsickert. Ist alles so schnell und so hektisch. Ich habe Angst, dass ihr jetzt sofort euch in die nächste Kamera dreht und ein neues Set braucht, alle 10 Sekunden. Oder geht es so? So, weißt du, so altmodisch. Es war wirklich ziemlich hektisch, was aber auch an unseren Regisseuren liegt. Jana und Johann Buchholz, die reden so schnell. Echt? Man wird wahnsinnig, man kriegt richtig, das Herz schlägt schneller, man merkt es, man muss sich so konzentrieren, zuzuhören, sich die Sachen zu merken. Es liegt auch ein bisschen an denen. Echt, dann passt es zu denen also wahnsinnig gut, das Format. Das Format passt zu unseren Regisseuren sehr gut, ja. Wie ist es für euch als Schauspieler, was sind denn die speziellen Anforderungen, wenn man 3 Minuten pro Folge ungefähr hat? Eben das Erzähltempo ist ja genauso hoch wie nur das, also das Schnitttempo ist ja nicht das Einzige, sondern also es geht ja alles so irre, irre schnell. Was ist als Schauspieler da das Schwierigste, Mirko? Ja, wir haben ein bisschen unterschiedlich gedreht. Also bei mir wurde jetzt sehr viel improvisiert eigentlich letztendlich. Mhm. Johann hat so gewisse Sachen vorgegeben, aber eigentlich kam vieles so aus dem Affekt heraus. Also würde ich bei meinen Folgen sagen, gut improvisieren können war da wahrscheinlich so das Schlagwort. Und das war bei dir nicht so? Jana und ich haben uns in der Tat sehr an das Drehbuch gehalten, weil es einfach gut war und weil die Zeit es oft nicht hergab, zu improvisieren. Und wir haben uns an den Text gehalten, ja, den Jana geschrieben hat. Ich kenne sowas wie Mann-Frau bisher im deutschen, in der deutschen Medienlandschaft nicht. Vielleicht habe ich nicht ordentlich recherchiert, aber ich kenne nicht viele professionelle, gut gemachte Webserien bisher in Deutschland. Was hat euch an dem Format da irgendwie interessiert? Hat es eine Rolle gespielt, dass es eine Webserie ist? Habt ihr gedacht, ach, das ist eine gute Geschichte, ob das jetzt im Internet oder im Fernsehen oder was da zuerst, ist mir wurscht. Also ich mochte einfach diese Freiheit und auch irgendwie diese Verrücktheit, ja? Also und auch dieses Uneitle so ein bisschen, ja? Also ich meine, der Vorteil war natürlich dadurch, dass es eine Webserie ist, musste das jetzt auch nicht HD-mäßig ultra super Licht aufgelöst sein, sondern es ist ja eher so, dass man es sich auch ganz gerne mal auf dem Smartphone angucken kann. Und das fand ich ganz gut, dass es ein bisschen dreckiger ist, ja? Wie war es für dich? Also wenn Mirko eben gerade sagt, wenn es dreckiger ist und es ist alles nicht perfekt ausgeleuchtet, hast du dir da Gedanken gemacht und hast gedacht, oh, sehe ich da so gut aus wie sonst? Ach so. Für mich geht es schon lange nicht mehr um Eitelkeiten, gut aussehen oder nicht. Also das ist das, was ich am langweiligsten finde, wenn ich ins Kino gehe oder das Fernsehen einschalte. Und eine Wandelbarkeit kriegt man auch nur, wenn man nicht eitel ist so, und sich nicht ständig von außen beobachtet. Wie oft habt ihr euch generell gedacht, so, ja, das habe ich genau so schon erlebt oder damit jammern mich Freunde voll oder so? Ständig. Ich hatte das ständig. Zum Beispiel bei was? Ach, ob das sowas ist, dass man, also hatte ich jetzt gerade nur das Bild, wo man irgendwie hier groß die Runde schmeißt und nachher guckt man auf die Rechnung und dann splittet man es vielleicht doch nochmal, obwohl man es sich anders vorgenommen hatte oder so, ja. So solche Sachen. Also als ich gehört habe, dass es die Serie gibt, habe ich erst gedacht, oh je, irgendwie, weil muss man noch Witze machen oder was muss man noch irgendwie, ist das Thema nicht so wahnsinnig tot? Muss man die Klischees noch mehr ausweiten? Ja, und dann gesagt, ich glaube zum Beispiel gar nicht so sehr dran. Also ich glaube eigentlich, dass Männer und Frauen wahnsinnig ähnlich sind. Was jetzt eure, seid ihr jetzt Experten? Habt ihr so tief geforscht? Seid ihr in diesem Thema so? Ich glaube, das ist ja auch nicht nur das Hauptthema. Letztendlich ist das Thema auch, dass es eben letztendlich 2 Singles sind in einer Großstadt, die eben halt über die 20 Folgen zueinander finden. Es geht ja jetzt nicht nur darum, Klischees zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, da wären wir dann auch ganz schnell durch. Aber es sind halt eben schon so Sachen, dass meine Rolle zum Beispiel mit dem Pyjama durch die Stadt rennt und ihm das auch gar nicht bewusst ist, dass es vielleicht auch nicht so angebracht ist. Oder er so eine kunstseidene Sperma-Unterhose anhat, ja, so, die er sich einfach aus dem Schrank greift. Also meine Figur denkt eben halt nicht so viel nach. Der macht einfach und wenn er dann in die Fettnäpfchen tritt, dann fällt es ihm dann erst vielleicht so auf. Dann bedanke ich mich sehr, dass ihr da wart. Das mit dem Handy, was du in der letzten Folge machst, hat mich schwer beeindruckt. Also für alle, ein bisschen zwanghaft
eifersüchtigen Menschen guckt Mann-Frau. Ja. Da gibt es noch was ganz Tolles. Ah, was ist da passiert? Super, ja. Du warst doch dabei. Die Medien, die neuen. Ganz schlimm. Die neuen Medien sind gefährlich für Paare. Ja, die sind gefährlich. Wir verraten an dieser Stelle nicht mehr. Dafür müsst ihr euch Mann-Frau angucken. Mit Lore, mit Mirko. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Danke. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Format und ich will, dass es weitergeht. Ich will wissen, was passiert. Dankeschön. Spaß. Danke. Danke.